Oh, Freunde! Im heutigen Video haben wir Erkenne den richtigen Lami gespielt. Das Ganze haben wir zusammen mit Mai und Emily gespielt. Und falls ihr die Regeln nicht kennt, dann erkläre ich sie euch einmal. Und zwar, in einem kleinen Bereich haben sich ganz genau 15 Lamis versteckt. Und die Mission von Mayo und Emily war es, den echten Lami zu finden. Beide Sucher haben nur 3 Versuche. Und falls sie es nicht schaffen, müssen sie euch, den Zuschauern, 3000 Robux geben. Davon haben wir ganz genau 3 Runden gemacht. Also nicht nur erkenne den richtigen Lami, sondern auch die richtige Emily und den richtigen Mayo. Schaut das Video also unbedingt bis zum Ende, denn ihr könnt auf jeden Fall auch eine Menge Bobux gewinnen. Und jetzt viel Spaß! Okay, Freunde, ihr wisst jetzt, was abgeht. Emily, du darfst dich jetzt einmal zu den ganzen anderen Emilys hinbewegen. Und dann werden Mayo und ich dich suchen. Okay, Mayo, du weißt, worum es geht. Wir haben beide 3 Versuche, die richtige Emily zu finden. Sag mal, was geht da denn jetzt schon ab, ey? Naja, ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht so einfach. Aber ich werde auf jeden Fall gewinnen, weil ich habe keine Lust, meine ganzen Robux zu verlieren. Das werden wir auf jeden Fall jetzt sehen. Dann würde ich einfach mal sagen, Mayo, 3, 2, 1, es geht los. Okay, okay, okay. Wir gucken uns erstmal die ganzen Emilys an. Und ich versuche einfach mal, so viele wie möglich auszuschließen. Die hat auf jeden Fall nicht Emilys Körper. Hm, wie sieht es mit ihr hier aus? Oh, warte mal. Die sieht schon ziemlich genau aus wie Emily. Aber ich glaube, die Hautfarbe ist ein bisschen zu hell. Mayo, hast du schon irgendeine Emily im Blick? Ich weiß noch nicht genau, vielleicht die hier, oder? Oh, die hat Lami-Cape. Ja, stimmt, die hat das Lami-Cape. Die richtige Emily trägt auf jeden Fall kein Lami-Cape. Hm, wie sieht's mit dieser Emily aus? Ich glaube, die hat auch eine andere Hautfarbe. Oh Gott, okay, ich würde sagen, Mayo, meinen ersten Versuch logge ich einfach mal, bei wem ein? Ich würde einfach mal sagen, bei ihr hier. Bist du Emily? Lami, Lami, Lami. Eigentlich solltest du mich sofort erkennen, aber das war ein Fail. Nö, das bin ich nicht. Okay, das ist nicht so gut. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, Mayo, willst du mal deinen Versuch starten? Okay, Lami, ich habe, glaube ich, meine Wahl getroffen. Warte mal. Nicht dein Ernst, oder? Du nimmst dich die hier, oder? Ich nehme die hier. Warte mal, dein Ernst, Mayo? Guck dir mal diesen Körper an, die ist breiter gebaut als du. Das ist niemals Emily. Hä? Emily ist doch breiter gebaut als ich. Hallo? Oh Mann, okay. Das war auf jeden Fall nicht Emily. Hm, wir müssen wirklich auf jede Kleinigkeit achten. Zum Beispiel auch die Animation, die Hautfarbe, die Accessoires, wirklich alles. Auch ob der Körper stimmt. Ich muss sagen, Moment mal. Diese Emily sieht wirklich 1:1 genauso aus wie die Emily, die wir kennen, oder? Ja, stimmt. Sie ist halt nur halt etwas breiter, so wie die hier. Hä? Nein, nein, nein. Die auf dem Pferd, die sieht genauso aus wie Emily. Moment mal, jetzt verwirrst du mich, Mayo. Aber sag mal, Lami, lockst du die jetzt auf dem Pferd ein oder nicht? Lass mich gucken. Moment mal, die Emily auf dem Pferd ist verschwunden. Ein Moment mal, Emily, warst du eben auf dem Pferd? Ja oder nein? Das musst du jetzt ehrlich beantworten. Ja, das war ich, Freunde. Oh mein Gott, das heißt, ich hatte recht, aber du hast dich einfach wieder in der ganzen Menge von den Emilys versteckt. Okay, Mayo, ich wage es jetzt einfach mal. Moment mal, ey, diese Emily hier einmal stehen bleiben. Emily, bist du die wahre Emily? Lami, schau noch mein zweites Mal hin und überleg dir es genau. Bin das wirklich ich? Lass mich mal überlegen. Mayo, siehst du da irgendwie einen Fehler oder so bei dieser Emily? Warte, Moment mal, Lami, ich habe eine Idee. Das ist Emily, Lami. 100%. Okay, okay, okay. Warte mal, wo ist die jetzt? Oh, hä? Emily, wo bist du jetzt? War das die hier? Moment mal, hier. Hä? Wo ist die Emily hin? Ah, ja, ich glaube, das war die hier. Okay, Emily, ich log dich als Emily ein. Nö,
Das bin ich nicht. Dreh dich doch einfach mal um, Lami. Warte. Hallo. Mal. Hä? Dein Ernst? Das bist du? Aber ihr seht ja wirklich komplett gleich aus, oder? Oha, woran liegt das denn bitte? Aber du hast mich nur ein einziges Mal richtig erraten und das war auf dem Pferd. Aber du hast dich leider auf andere Sachen fokussiert. Aber warte mal, das heißt, Emily, du hast dich ja gerade verraten, aber ich hab dich schon wieder verloren. Okay, Mayo, ich würde sagen, du musst jetzt mal deinen nächsten Versuch hier starten. Okay, Lami, ich würde sagen, die hier. Die hier, okay. Loggst du diese Emily ein, ja oder nein? Ich werde diese Emily einloggen. Okay, Emily, bist du die echte Emily? Oh ja, Mayo hat recht, das bin ich! Oh mein Gott, okay, das heißt, ich habe die erste Runde schon mal verloren. Leute, das heißt dann, auf meinem Kontostand sind schon mal minus 3000 Bobucks. Aber ich würde einfach mal sagen, das war ja erstmal die erste Runde, die Emily-Runde. Und jetzt starten wir mit der zweiten Runde, und zwar die Lami-Runde. Und hier sind wir auch schon, Freunde, guckt euch das mal an. Hier laufen jetzt überall kleine Lamis rum. Oh, oh, oh. Und für Emily und Mayo wird es diesmal richtig, richtig schwer. Was denkt ihr denn, Mayo und Emily? Werdet ihr mich in diesem Haufen voller Lamis finden? Ja oder nein? Also, ich denke, ja, hoffentlich. Keine Ahnung, das sind so viele Lamis. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Und alle sind irgendwie total verrückt. Also, ich weiß es nicht, aber ich finde ein Lami schon schlimm genug. Jetzt haben wir gleich 20. Ja, Freunde, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Der Verlierer, der mich nicht errät, muss 3000 Bobucks an die Zuschauer verlosen. Und dann würde ich einfach mal sagen, ihr könnt ab jetzt lossuchen. Ah, schwierig, schwierig. Ich weiß ja ungefähr, wie Lami sich verhält. Das sieht irgendwie richtig aus wie Lami. Okay, Lami, ich hab dich einfach schon gefunden. Du bist genau der hier. Oha, okay. Loggst du also diesen Lami ein? Ja, ja. Oder nein? Ich geb dir sogar einen Kuss. Mua. Ich muss hier aber etwas sagen, Emily. Nee, oder? Naja, das war ich auf jeden Fall nicht. Wen hab ich denn bitte geküsst? Also, ich sage euch ganz ehrlich, Emily, komm mal her, das hier ist der richtige Lami, 100%. Ist das dein Ernst, Mayo? Sag mal, hast du Tomaten auf den Augen oder so? Da kann ich ja direkt sagen, das bin ich auf jeden Fall nicht, Mann. Oh Mann, hä, das muss doch du sein. Nein, tut mir leid, das war ich auf jeden Fall nicht. Aber ihr habt beide noch zwei Versuche frei. Warte mal, hier ist so einer, der steht... Emily stinkt nach Pups. Oh, Lami, ich weiß nur, du würdest sowas machen. Deswegen, das ist der richtige Lami. Du hast sogar extra dein T-Shirt umgezogen. Oh, was? Hä? Wie hast du das herausgefunden, Mann? Ja, du bist halt einfach der Einzige, der so gemein zu mir ist. Ja, das stimmt wohl auch nicht, Emily. Das war ich auf jeden Fall nicht. Also, das kann sein, dass ein paar von der Lami-Army genauso gemein sind zu dir wie ich. Okay, ich weiß, dass Lami ein kleiner Ninja ist, aber so ein Ninja ist er auch nicht. Emily stinkt. Ich glaube, sowas würde Lami definitiv sagen. Ich nehme den hier. Was? Also lockst du diesen Lami hier ein? Ja, ich lock diesen Lami ein. Okay, und das ist absolut falsch, Mayo. Da bin ich auf jeden Fall nicht. Was? Ich würde sagen, ich gebe euch einfach mal einen Tipp und schließe ein paar Lamis aus. Ich habe auf jeden Fall mein normales blaues T-Shirt und mein Cape an. Das heißt, die ganzen anderen Lamis, die kein blaues Lami-T-Shirt tragen, fallen auf jeden Fall raus. Mann, das ist gar nicht so leicht. Welchen nehmen wir? Du rennst wieder so wie Lami. Dich log ich ein, mein Lieber, aber ich geb dir keinen Kuss. Loggst du diesen Lami also wirklich ein? Ja, den hier. Okay, Moment mal. Und es ist absolut falsch, Emily. Toll. Emily, ist das dein Ernst? Erkennst du etwa deinen eigenen Freund nicht wieder? Ich weiß ganz genau, dass das hier Lami ist. Moment mal. Welchen Lami meinst du? Den hier. Den hier?
genau der, der springt. Was? Okay, Mario, du hast es richtig erraten. Das heißt, Emily, bei deinem Konto stehen jetzt auch erstmal minus 3000 Bobucks. Aber Freunde, das war's noch lange nicht, denn eine Runde gibt es noch. Alle guten Dinge sind drei, deswegen verwandeln sich jetzt alle Lamis erstmal zu kleinen Majos. Ganz genau, die dritte Runde ist die Majo-Runde. Und ich würde sagen, ihr ganzen Majos könnt euch jetzt verteilen und Emily und ich werden euch jetzt suchen. Also, Lami, auf meinen und deinen Konto steht gerade minus 3000 Robux. Aber weißt du, nach diesem Spiel steht bei dir minus 6000 Robux. Ganz genau, merk dir meine Worte. Oh, 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 eine dicke Ansage hier von Emily. Weißt du was, ich würde einfach mal sagen, derjenige, der jetzt verliert, muss auch alle Robux bezahlen. Also nicht nur 6.000, sondern 9.000 Robux. Obwohl, Emily, weißt du was? Wir machen nicht nur 9.000, wir runden das auf 10.000 Robux. Das heißt also, derjenige, der jetzt verliert, muss 10.000 Robux an die Zuschauer bezahlen. Und das Battle kann jetzt beginnen. Und ich würde einfach mal direkt sagen, ich suche mir mal einen Mario aus. Du bist doch bestimmt der echte Mario, oder? Naja, willst du das wirklich so einloggen, Lami? Ja, ich will das auf jeden Fall so einloggen. Bist du der echte Mario, ja oder nein? Ich bin nicht der richtige Mario. Oh Mann, nein. Okay, okay, ich glaube, in der Mario-Runde wird es gar nicht mal so einfach. Okay, Emily, möchtest du einen Mario einloggen? Das ist wirklich super schwer. Er sieht am wenigsten nach Mario aus, aber sonst sehen alle... Okay, sie... Naja, egal. Ich muss also einfach random... Du bist mein Mario. Dein Ernst, Emily? Ich kann dir sogar sagen, dass es nicht Mario ist. Den hab ich gerade eingeloggt, Mann. Okay, dann nehme ich einfach den hier. Du bist mein Mario. Okay, Mario, dann hau mal raus. Bist du der echte Mario? Ja oder nein? Also, ich kann euch definitiv sagen, dass das zu 100% der falsche Mario ist. Oh, 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 Emily, das heißt, du hast auch eine falsche Antwort. Okay, ich versuche jetzt einfach mal, den echten Mario zu finden. Ich denke mal, Emily stinkt. Nein, 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 das sind auf jeden Fall nicht Marios Haare. Moment mal, das ist nicht Marios Körper. Das ist, sag mal, was ist das hier eigentlich? Oh Mann, oh Mann. Bist du der echte Mario? Ja oder nein? Lami, Lami, Lami. Also wir sind jetzt schon ziemlich lange befreundet und du denkst, das ist der echte Mario? Ja, der sieht auf jeden Fall genauso aus wie der echte Mario. Und sag es, ist es der richtige? Ja oder nein? Okay, Lami, dann darfst du dich glücklich schätzen, denn das ist der falsche Mario. Nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott. Emily, okay, du bist auf jeden Fall jetzt die Nächste. Ich hoffe mal, du triffst auch eine falsche Entscheidung. Sonst muss ich ja die ganzen Bobucks bezahlen, Mann. Ene, mene, miste. Du bist der richtige Mario. Oh, oh, oh. Lockst du diesen Mario ein, Emily? Warte mal. Oh, ja, der riecht ziemlich nach Zwiebeln. Das ist Mario. Okay, Mario, dann hau mal raus. Bist du der echte Mario? Ich hoffe mal nicht. Naja, Lami, Emily hat dich wohl geschlagen, denn ich bin der richtige Mario. Let's go! Nicht im Ernst. Oh mein Gott, nein. Das heißt, Freunde, ich habe heute total versagt. Habe ich überhaupt eine richtige Antwort gesagt? Ich glaube nicht. Naja, Freunde, das heißt, eine gute Nachricht für euch. Ihr bekommt 10.000 Bobucks. Und wie ihr diese Robux gewinnen könnt, ist ganz einfach. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach nur euren Roblox-Benutzernamen in die Kommentare zu schreiben. Und ich würde sagen, diese 10.000 Robux, die ich verlose, teilen wir auf
auf 10 Leute. Das heißt, 10 Leute bekommen 1000 Bobucks. Also Leute, schreibt euren Roblox-Benutzernamen in die Kommentare und kommt in die Lami Roblox-Gruppe. Und auch nochmal danke an die ganzen Zuschauer, die hier mitgespielt haben. Ich würde sagen, die bekommen auf jeden Fall auch nochmal als Belohnung ein paar Bobucks. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, schaut unbedingt noch bei Mario und bei Emily vorbei, denn dort haben wir auch mega, mega coole Videos gemacht. Außerdem könnt ihr links und rechts jetzt die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch ganz, ganz cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao. Tschüss.